Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Servus, grüßt euch, wie ich schon gesagt habe im Impfvideo. Ich werde noch 2-3 Videos über Covid machen und dann habe ich die Schnauze voll von dem Scheiß. Da macht man wieder vernünftige Sachen, weil eigentlich braucht man über das Thema Covid-19 eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Jetzt kommen wir noch mal dazu, Todesfälle in Deutschland. Übrigens wieder für die ganzen, die wieder meinen, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Nazi oder was sie drunter schreiben müssen. Die Zahlen sind vom Robert-Koch-Institut und von De Statis. Also kann jeder selber nachlesen, keine Schwurbler-Seiten, keine Sachen. Könnt ihr alles selber nachlesen, alles kein Problem. Also keine Hexerei, sondern einfach öffentliche Zahlen verwendet, ganz einfach. Todesfälle in Relation zur Gesamtbevölkerung. Wir haben 1,21% Todesfälle im Jahr hingesehen auf die gesamte Bevölkerung. Also sprich, wir haben 83 Millionen Menschen, Einwohner und ungefähr 1 Million stirbt im Jahr. Also alle 83 Jahre erneuert sich die deutsche Bevölkerung komplett. Und wie gesagt, 1,14% von, also 1,21% haben wir Todesfälle jedes Jahr und 1,14% sind an anderen Todesfällen gestorben und 0,07% an oder mit Covid-19. Leider, wenn man immer wieder Anfragen stellt an Bundesregierung, an Gesundheitsämter oder so, die sagen uns nie wirklich den Unterschied zwischen an und mit, weil mit heißt, ich kann ja an einem Herzinfarkt sterben, aber ich habe halt Corona gehabt, also bin ich mit Covid gestorben. Nicht zwingend an. Klar, wenn ich Asthma habe und kriege dann eine Lungenkrankheit, dann kann ich an der Lungenkrankheit versterben, weil ich eine schwere Vorerkrankung habe. Aber das sind dann eben die 0,07%, die an oder mit verstorben sind. Und ich möchte nicht wissen, wie viele wirklich an verstorben sind. Von denen 0,07%, wenn das 100% wären, sind 5,4% jünger als 60 Jahre gewesen. Und das Durchschnittsalter von denen an Covid oder an oder mit, so muss ich sagen, Covid-Verstorbenen liegt bei 81 Jahren. Also das ist in etwa dasselbe, wie wir eine normale Lebenserwartung aktuell haben in westlichen Ländern. Also von was reden wir denn überhaupt? Ja, es ist schlimm, wenn jemand stirbt. Und ja, es ist auch schlimm, wenn jemand an einer Lungenkrankheit stirbt. Aber es ist auch jemand schlimm, wenn jemand in Suizid geht. Weil die Suizide sind nämlich seit den ganzen Lockdowns und Einsperrmaßnahmen und ich darf meine Gaststätte, mein Tattoo-Studio, mein Nagelstudio, mein Friseurladen, mein Wirtshaus, Kaffee, was weiß ich, mein Hotel nicht mehr aufspüren, haben extrem gestiegen, die Todesfälle. Also, warum macht man so ein Tamtam zwecks der ja, Krankheit, was ohne weiteres ist, ich habe es selber schon zweimal gehabt, so ein riesen Aufsehen und bla bla bla. Da muss doch irgendwas anders dahinter stecken. Aber keine Panik, wenn es mit Covid-19 den Herbst nichts mehr wird, dann kommt vielleicht Affenpocken. Weil ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war jetzt beim Einkaufen und bin an der Supermarktkasse gestanden und habe da so meine Getränke gestellt und habe mein Essen hingestellt und habe tatsächlich nicht aufgepasst. Auf einmal fällt mir von hinten ein Leopard um. Vielleicht habe ich jetzt Leopardenpocken. Muss ich vielleicht einmal einen PCR-Test machen, weil da gibt es jetzt auch einen für Leopardenpocken. Also passt auf, in Deutschland laufen Leoparden rum, beißen ihn ins Knack und dann habt ihr Leopardenpocken. Klauterbach, werde ich schon sagen. Aber müssen wir überhaupt über Corona noch diskutieren? Vermutlich nimmer, weil es ist nichts anderes wie der Grippe. Und Grippewellen haben wir jeden Herbst, haben wir jeden Frühjahr. Und es gibt ja die Sommergrippe. Also wir werden ja im Sommer, im August wieder ein kleines Hoch haben. Ganz normal. Kein Stress, der zieht nicht runter. In dem Sinne, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es Ihnen interessiert hat, Daumen hoch, Glocke, vielleicht folgt es mir auch.
dann übersetzt nichts mehr. Aber wie gesagt, das war jetzt eines meiner letzten Videos zu Covid. Vermutlich bis in Herbst, wenn die Debatte über die Impfpflicht wieder hochgeht. Dann kommen wir wieder alle. Folgt mir, bleibt aufrecht, bleibt gesund, bleibt standhaft. Servus, pfiat euch und habe die Ehre. Euer Stefan.